Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der JG-Crafter und heute zeige ich euch mal alles des Redstone-Auswurfblocks. Und natürlich als allererstes, wie craftet man ihn? Mit 7 Bruchsteinen, fast so angeordnet wie einen Ofen und einem Redstone-Staub unten in der Mitte, kann man nun den Auswurfblock craften. Und was er alles kann, das zeige ich euch, wie gesagt, heute in dieser Folge. Deswegen bleibt dran. Als allererstes, wie jeden Behälter, also jeden Block, der irgendwas in sich drin speichern kann und auch allgemein jeden Block, kann man ihn erstmal im Amboss umbenennen. Und was das für Auswirkungen hat, das seht ihr jetzt hier gerade mal. Ich benenne den jetzt hier mal um und wenn man ihn nun hinstellt, dann sieht man hier oben über den neuen Feldern den neuen eingetippten Namen. Beim normalen Auswurfblock steht hier Auswurfblock. Und beim Umbenannten dann so, wie man es hier im Amboss eingegeben hat. Als zweites stellen wir uns jetzt mal die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn man den Block bepowert? Und was macht er denn so? Dazu schnappen wir uns jetzt mal zum Beispiel Pfeile. Und hier haben wir nun Pfeile bekommen. Und diese legen wir jetzt hier mal in den Auswurfblock rein. Und wenn wir ihn jetzt bepowern, dann sehen wir das hier. Und zwar, er spuckt einfach Items aus. Und es ist egal welche. Das heißt, wir können uns hier Holzbretter nehmen, wir können uns irgendwelche Steinsachen nehmen und er würde sie alle ausspucken. Und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar sehen wir es auch schon hier. Wenn wir jetzt verschiedene Typen haben oder auch allgemein einfach verschieden belegte Felder, dann spuckt er immer ein zufälliges aus. Das heißt, ich bereite mal kurz was vor. Und zwar hier alles voll belegt mit einerseits Holzbrettern und dazu noch Eichenblättern. Und wenn wir den jetzt mal mehrmals bepowern, dann sehen wir hier verschiedene Items fallen raus bzw. werden rausgespuckt. Und wir sehen jetzt hier schon zweimal Dark Oak, zweimal Eiche und einmal das Wirrholz und aus dem Nether. Und wenn wir jetzt hier weitermachen, wir sehen Tropenholz und wieder das. Und deswegen ist es total random und wir sehen auch, wie er es ausspuckt. Denn das ist genauso random. Einerseits, welches Item er von welchem Slot nimmt. Und welches Item er wie weit ja, herausspuckt. Und wenn wir jetzt mal von vorne drauf gucken, sehen wir auch, es kann einerseits auf der Blocklinie liegen oder auch hier, wie wir das sehen, auf Blöcken daneben. Und genauso spuckt er es auch aus. Entweder er spuckt es ein bisschen gerade aus oder er spuckt es in einem großen Bogen, sodass es dann auch ein bisschen weiterkommt. Und das führt uns auch gleich zur nächsten Sache, und zwar, man kann ihn natürlich auch anders bepowern. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Block dazwischen und dann wird das genauso funktionieren. Warum das so funktioniert, das habe ich euch hier in meinem Grundlagenvideo oben rechts mal erzählt, denn ein Block sowie der Auswurfblock kann auch bepowert werden durch ein nicht so starkes Stromsignal. Wie gesagt, was das heißt, erfahrt ihr da oben. Und wenn das schon so funktioniert, das heißt, wenn ein Block bepowert wird, auch wenn er keine starke Stromzufuhr bekommt, das hier wäre zum Beispiel eine starke Stromzufuhr oder das hier, dann kann der auch weitere Sachen. Zum Beispiel leitet er den elektrischen Strom. Und das sehen wir zum Beispiel hier. Und was das für Auswirkungen hat, da gibt es zum Beispiel mal ein Beispiel, was mir so spontan einfällt, und zwar können wir jetzt zum Beispiel zwei nebeneinander hinstellen. Und was bewirkt das denn jetzt eigentlich? Das sage ich euch. Und zwar haben wir hier zum Beispiel jetzt zwei verschiedene Holzarten. Einmal Eiche und einmal Akazie. Das war Akazie und kein Tropenholz, fällt mir gerade auf. Und was passiert jetzt? Beide werden bepowert. Denn wir haben gerade eine Sache gelernt, und zwar der Redstone-Auswurfblock kann den elektrischen Strom leiten. Und deswegen sehen wir, das hier funktioniert und das ist auch schon die nächste Besonderheit. Wir sehen nämlich, dass der Block
zwar Redstone an weitere Blöcke leitet, aber nicht an weitere Redstones. Und das ist halt, da sind wir schon wieder von vorhin, denn ich habe gesagt, ein Redstone bzw. der Redstone-Auswurfblock kann auch mit einem schwachen Signal bepowert werden. Und in dem Fall ist das hier das schwache Signal und deswegen funktioniert das auch so. Und Redstone braucht ein starkes Signal, damit es aus einem Block weiterlaufen kann, wenn Redstone reingeht. Wenn das hier, wenn wir das so machen, dann funktioniert es natürlich auch, aber so nicht ganz. Und deswegen funktioniert der hier auch mit einem schwachen Redstone-Signal. So indirekt habe ich das jetzt schon vorgezeigt, was denn der Auswurfblock so kann. Und zwar, er wirft jede Art von Blöcken aus, die in ihm drin liegen. Und das ist völlig egal welche, es sind alle Items, die es in Minecraft gibt, kann man da reinlegen und die werden dann ausgespuckt. Und wichtig als Item. Warum ich das wichtig sage, das verlinke ich euch hier oben mal. Da kommt ihr dann zu einem weiteren Block und zwar dem hier, den Spender. Denn bei ihm gibt es noch eine kleine Besonderheit, deswegen schaut es euch gerne an. Da gibt es noch eine kleine Besonderheit, was er alles kann. Aber zurück zu unserem Auswurfblock. Wie alle Container können sie nämlich B- und entladen werden. Was ich damit meine, zeige ich euch jetzt hier in dem Fall mehr mal und zwar anhand von Trichtern. Das heißt, egal von welcher Richtung die Blöcke reinzeigen, beziehungsweise die Trichter, es wird immer in einen Auswurfblock rein geschoben vom Trichter. Und dasselbe passiert auch mit einer Trichterlore, beziehungsweise am normalen Trichter, wenn er unter dem Auswurfblock steht. Und zwar, die Items werden rausgezogen. Und hier auch wieder die Besonderheit von Trichterloren, und zwar, sie saugen die Items 8-mal schneller raus als normale Hopper, wie wir es zum Beispiel in diesem Beispiel sehen. Hier geht es ganz, ganz langsam. Wie ich das übrigens gerade gemacht habe, wenn ihr einen Container habt, beziehungsweise irgendeinen Block, wo ihr ein Interface habt, und zwar müsst ihr dann Shift drücken auf der Tastatur und könnt dann den Block draufsetzen. Ansonsten würdet ihr in das Interface reinkommen, deswegen Shift drücken. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Bonusfakt, der hier, wo ich jetzt gerade Minecraft drauf spiele, und zwar in der Bedrock Edition nicht funktioniert, aber für die Java-Spieler unter euch, für die ist das noch wichtig, und zwar die sogenannte Bat-Bepowerung. Was das ist, das demonstriere ich jetzt hier mal für euch. Und zwar, ihr habt hier zum Beispiel ein Redstone-Kabel bzw. eine Redstone-Clock und ihr habt die an einen, zum Beispiel an unserem Auswurfblock angeschlossen. Und jetzt habt ihr zum Beispiel hier oben ein Redstone-Kabel und ihr denkt jetzt erstmal, das macht nichts und so wie ich das jetzt auch aufführen werde, wird es nichts machen, denn es funktioniert bei mir nicht in der Bedrock. Deswegen, wir sehen hier, der spuckt ganz normal seine Sachen aus und wenn wir hier oben bepowern, dann würde der in der sogenannten Java Edition nicht mehr ausspucken. Denn dann ist er sozusagen Bat bepowert und so wie beim Redstone-Verstärker kann er dann seinen Zustand sozusagen beibehalten. Das habe ich euch hier auch schon mal gezeigt. Und zwar so zum Verstärker. Die Playlist findet ihr hier oben rechts mal. Da habe ich euch zum Beispiel den Redstone-Verstärker vorgestellt. Und der habt hier, obwohl er nicht bepowert wird, hat er auch sein Stromsignal beibehalten, weil er halt sozusagen in Anführungsstrichen Bat bepowert ist. Aber bei ihm hier würde das so funktionieren und er würde keine Items mehr ausspucken. Das gilt übrigens auch noch für Kolben, also für beide Kolbenarten ist das genau dasselbe. Das heißt, wenn sie Bat bepowert werden, bleiben sie ausgefahren und können nicht wieder eingezogen werden. Das nur als kleiner Bonusfakt. Und
An dieser Stelle sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Auswurfblock. Falls ihr weitere Folgen von der Serie gucken wollt, dann guckt hier gerne mal rechts. Da habe ich euch alles verlinkt, Playlist und die weiteren Videos. Und wenn nicht, guckt in die Infocard. Da habe ich heute auch schon wieder mehrere Videos verlinkt. Deswegen schaut sie euch gerne an. Wenn ihr Redstone verstehen wollt, dann müsst ihr wirklich alles schauen. Ansonsten funktioniert es nicht. Und an dieser Stelle sage ich, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer GLG Crafter. Ciao, Leute.